Penner, wen nennst du hier Penner, du Schlauchschnauze? Ich bin hier bloß eingezogen. Du Schlauchschnauze! Ja, der ist gut. Nicht zu weg hier, runter von der Arsche! Ach so! Lecker Coca-Cola-Reste! Wir hatten das Licht ausgemacht! Lass mich so behindert, ihr Alpha-Kevin-Azubis! Alpha-Kevin-Azubis! Ach geil! Das hab ich so noch nicht gehört! Weiß, sie ist nicht die hübscheste, aber. Ihr Samencontainer ist eine 10 von 10! Ich krieg keine Luft mehr! Herr, ihr müsst Säckchen spielen? Ich bringe euch ein Stückchen! Stütze mich, Türchen! Machen das alle Hunde so einfach gegen die Tür rennen mit einem Stock? Dreckslappen hat ihr nichts zu suchen! Ich dachte, ich bin der Einzige, der das macht! Kacke! Spider-Cat! Naja, da musst du auch noch ein bisschen üben, Alter! Tony Stark, ich brauche einen neuen Anzug! Ich komme! Falsch gedacht! Ey, Dennis, hast du den neuen Avengers-Trailer gesehen? Ich glaube, Captain America wird das nicht... Oh, du dreckiger Hundehaufen! Oh, gut gehalten, Alter! Wird nie wieder für irgendwas gerade stehen können! Er hat den Rucksack auf, Alter, was ist da los? Wanderkatzen? Wahrscheinlich nicht, Bro. Ich glaube, dein Druckschlauch kann nur noch seitlich angelegt werden. Ich hab ein Päckchen, ein Päckchen für dich. Da Geil. Ist doch noch was drin. Ey, wo ist denn der das Päckchen bestellt hat? Päckchen! Ich hab Päckchen! Mensch, lass nach, bist du süß. So richtig, richtig süß. Du süß wie so ein Einhörnchen-Baby. Ja, komm, hol's dir doch. Du willst. Schmeckt eine schöne Lavita. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Sieht so aus. Hund besiegt Mensch. Na gut, ist ja nichts Neues. Hey, wo ist denn hier das scheiß Klo, Mann? Ich renne hier schon seit Stunden durch die Gegend und finde einfach das scheiß Klo nicht. Soll ich hier einfach irgendwo hinscheißen? Ja, machen doch Hunde ständig. Hey, yo, Bro. Ich glaube, das denken Hunde wirklich, die durch ein Kornfeld springen. Warum machst du die ganze Zeit Kikeriki, Mann? Naja, Mutti meint, ich kann sein, was ich will und ich wäre gern Grashüpfer, also... Grashüpfer macht Kikeriki, ja? Auf Was kennst du für Grashüpfer? Grashüpfer macht doch nicht Kikeriki. Echt? Was machen sie dann? Spottekett klettert nicht auf Berge, Berge klettern unter der Spottekatsch. Spottekatsch. Ja, Spottekatsch. Berge klettern auch ständig unter mir, wenn ich oben drauf stehe. Das haben Berge so ganz normal an sich. Spottekatsch macht Spottekatsch. Ich bin die Spider-Cat. Spider-Cat. Jetzt bloß nicht hopsch gehen. Ja, das jetzt ist ja widerlich lecker. Hagen das mit Macadamien-Geschmack. Hört fast. Oh ja, endlich etwas Action. Oh, komm zu Papi. Komm. Also, wenn du mit mir spielen willst, musst du schon etwas näher kommen. Ja, noch ein bisschen. Ich sag doch, komm näher. Faule Katze. Mann, das schmeckt ja so, wie du aussiehst. Also unlecker. Einfach unlecker. Aber besser als nichts. Besser als gar nichts. Du guckst mich an, als wäre ich dein Orchidee. Ach, nichts überstürzen, kleiner, bitte. Wir haben alle Zeit der Welt. Du Schmizir hat erst begonnen, als Rimmer sagte, du darfst dich nicht zu früh auspowern, sonst hast du keine Kraft mehr für so Pö. Das ist der Problem aller Männer. Anfangs zu viel und am Ende verlieren sie gegen so Pö. Ja, also der Scheiß war echt krass. Krasser als krass. Einfach... Krass! Seht ihr diese Penner-Tüte? Penner? Wen nennst du hier Penner, du Schlauchschnauze? Ich bin hier bloß eingezogen. Du Schlauchschnauze! Ja, der ist gut, Und du bist diejenige, die da einkaufen geht und kleine Kinder in Bangladesch zur Arbeit schickt. Geiz ist nur für dich geil. Du bist ein Trockenfutter-Sparsamausschenker. Immer wenn du mir Trockenfutter gibst, gibst du mir 2 Trockenfutterstückchen weniger, als deine Mama sie mir gibt. Was? Stellt euch mal vor, die Katzen zählen das wirklich. Und du kriegst eh ne Klatsch, wenn 2 Körner weniger drin sind. Soll das? Das natürlich zähle ich danach auf dich. Ist ja kein Verlass, du Ego-Fütterin. Jetzt mach ich meine scheiß Hütte kaputt. Also tschüssi Kowski und geh dir mal lieber noch so ein 3-Euro-Shirt holen, du Sparschweinanbeter. Ey, Schluss mit lustig. Pfoten weg, ich will nicht kuscheln. Okay, du weißt, so ein Finger kriegt mich immer rum. Katze. Ey, sag dir, einige gehen in den Club, die machen 1, 2 Chicke klare. Ich geh in den Club, ey, komm raus, ich schwimme in Chicksa. Ich schwimme in Chicksa. Ja, kennt man. So verlässt man immer den Club. Ich checke nicht nur ab, ich checke noch aus. Ja? Da müssen Sie der Chicken-Notdienst alarmieren. Der Chicken-Notdienst, wer kennt nicht? Den Chicken-Notdienst hat fast dieselbe Nummer wie der Notdienst, plus 3 mehr. Der Chick-Checker ist wieder am Checken. Was bist du, Rosa, Alter? Du erinnerst mich mies an Thanos, Mann. Ich hoffe, in Endgame macht einer mit dir den hier den Hulk-Smash. Milch, ich will frisch gepresste Milch von ihr Kim Kardashian. Hast du nicht mehr alle, du Haferklo? Reste vom Tellerschlecker? Du Alpha-Klo. Sehr gut. Das
jetzt Montes Alpha-Klo. Danke schön, ich benutze diese Tür als meine Taxi zu der Pö. Ich sehe dich, mein heißgeliebter Pö. Nein, 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 eine Schwerkraft, stelle dich nicht zwischen uns. Nein! Sacre bleu nicht. Hey, lässt du mich mal schnuppern? Nein, du lässt mich mal schnuppern. Die mag es wohl hart. Das gibt's doch nicht. Nein, vor weg. Abgeschleppt. Hauptsache, du gibst dir Mühe. Oh, ja. Immer schön weiter runter, da, bis du die Nougat-Bucht erreichst. Oh, 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 oh. Wer will nicht gern die Nougat-Bucht-Mann erreichen? Danke. Gefällt's mir besonders gut. Hein, du hast echt schönes Fell. Was willst du mich jetzt anmachen, du? Hast du nicht mehr alles? Du kannst doch nur rumlungern und schnuppern. Ich wollte dich nur kennenlernen. Was denkt die, wer die ist? Die Drecksblödmannsgehilfe? Ich wollte nur etwas steil gehen und die macht mich total reif für die Insel. Junge, die geht ab, Alter. In der Stube genossen, benehm es bei der Glückssache. Diese hässliche kleine Kack-Klo-Prinzessin. Bei der kriegt man ja Lebensmittelhusten mit ihrem Kackstreifenrücken. Okay, jetzt bin ich aber mal dran, okay? Nee, du hast schon mehr als genug davon genossen. Schau dir mal dein Bäuchlein an. Von nichts kommt nichts. Bei dir sollte auch nichts mehr kommen. Du bist hier baut wie Hulk Hogans linker Hoden. Ist ja gut, wenn du aussehen willst wie die gut gefüllte Weihnachtskanzlerin. Nee, mir ist der Appetit vergangen. Mir verliert auch der Appetit, wenn du deine Zunge in meine Milch schiebst. Immer musst du mich mobben. Egal wie hoch der Rüststand ist gegen die Arme und Riesen. Egal was für ein Tag heute ist, bei Stallone ist Silvester. Ja, Chip. Wohin ist Silvester? Ja, die Zeit verging aber schnell, Alter. Mein chill doch mal bitte, Alter. Egal, was ich mir hier für fremdschämende Gestalten angucke, du bleibst geil. Was soll das? Es ist Weihnachten, 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 Weihnachten. Ich flitz na wieder. Merry Chrysler. Ich flitz. Gutes neue Jahr. Ich flitz na wieder. Hä? Wer ist das denn? Warum ist die so hässlich? Ich will, du kriegst mich mit. Das denken Katzen also, wenn sie ihr Spiegelbild sehen oder was? War das ein Spiegel? Ja. Der. So, ich hol jetzt mal richtig einen Lauf. Na, pass gut auf. Ich bin schnell auf der Blitz, ich bin schnell auf der Blitz, ich bin schnell auf der Blitz. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das nicht gesehen, weil ich schneller bin als der Blitz. Ich bin das schnellste Pony auf der Welt, deswegen sind alle neidisch. Die sind alle neidisch auf mich, weil ich so schnell bin. Ich bin schneller auf der Blitz, ich bin schneller auf der Blitz. So, was habt ihr noch nicht gesehen? Seht mal, wie schnell meine Beine sind. Und hübsch bin ich auch noch. Jetzt hol ich Anlauf, dann seht ihr nur noch Stop. Ich bin der schönste Pony auf der Welt, alle anderen sind neidisch. Dann bin ich schneller auf der Blitz. Mensch, ihr seid so fett, ich hätte nicht gedacht, dass ihr so schnell seid. Ich bin da schon. Im Fitnesscenter, dann kommt der Typ und fragt mich, wie viele Liegestütze ich mache. Ich meinte ja alle. Er meinte, wie viele sind da alle? Ich meinte dann alle von alle, hab ich alle. Wenn mich demnächst einer fragt, wie viele Liegestütze schaffe ich, sage ich einfach alle. Alle gemacht. Ich meinte, du schon? Er meinte, 90. Ich meinte, 90 Schere mache ich auf der Fingerspitzele. Okay. Was ist hier? Du meinst ein Stöckchen, Mann? Was ist das denn, Herr? Das ist doch nicht mein krasses Stöckchen, Alter. Und was willst du jetzt damit machen? Na, so tun, als wäre krass, was sonst? Hey, Mensch, so bitte tun, als wäre ich nur krass. Spider-Cat, fett, Spider-Cat. Aua. Hilf, um zu machen, was eine Spinnenkatze macht. Ja, hilf mir mal. Woo! Yeah. Beste Spider-Cat, Alter, hilf mir mal. Na, super. Da musst du noch viel lernen. An den Klößen des Fett Spider-Cats. Jetzt lauf! Los, Mensch, beweg dich, ich will auf die Couch! Fett Spider-Cat muss nicht laufen, weil er Menschen hat, die ihn tragen. Mensch, du läufst so langsam, man könnte meinen, du hast dich noch umgezogen. Jetzt ganz sanft absetzen. Ganz oft, ganz. Das wäre ein cooler Rucksack für Fortnite. Pass auf! Nach immer muss ich alles selber machen. Jetzt hol mir endlich was zu essen! Hey, was macht ihr? Warum macht ihr das ohne mich? Wow, cool! Jetzt geht's an! Jetzt geht's an! Jetzt geht's an! Jetzt geht's an! Jetzt geht's ab! Ach, verdammt, fühle ich mich heute lädiert. Ach, du bist es bloß, auf so gruselig. Was ist das? Alles sieht aus wie ein Dreieck mit Kopf. Umzukriechen. Ich dachte schon, ich werde überfallen. Was machst du da? Ich lass meine Eier hängen, siehst du doch. Das ist die Sacksacken-Lassen-Kunst. Die Sacksacken-Lassen-Kunst? Mehr kennt sie nicht. Die verstehen nur Kerle. Jetzt halt die Fresse, verzieh dich endlich und kümmere dich um dein bevor ich krieg. Du Katzen. Ja, ich verstehe da keinen Spaß, Mann. Im Ernst, ich warne dich, Mann. Lass dich, du Durchfallschlucker. Im Ernst, was soll der? Du riechst aus dem Maul, hast den ganzen Tag gefressen. Du Fresse. Lass mich nicht an. Nein, Schluss. Fort weg. Du Schneckegesicht, du. Betatschen kann jeder. Wag es nicht, mich anzufassen, sonst zahlst du dafür mit deinem Leben. Jetzt kriegt ein Abjang. Jetzt geht's ab hier. Was soll das? Was machst du? Das fühlt sich richtig gut an. Dieser Schrei.
gar nicht. Oh. Das denken alte Hunde, wenn man sich durchkämpft oder was? Du Punkte, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie hab. Oh, immer schon dachte ich, okay. Oh. Weißt du, das, was ich davor gesagt habe, das war gar nicht so gemeint, ne? Im Ernst, ich find's auch gar nicht mehr so schlimm, dass du so hässlich bist. Du bist mein Fels in der Brandung, mit dir ist das Leben so viel schöner. Oh ja. Ja. Oh nein, oh, geil, Werbung. Geil. Janine! Was ist denn? Ich bin doch hier! Komm endlich! Würd ich ja gern! Ich kann nicht mehr! Toll! Du bist der ganz Einzige, der Tollste auf der ganzen Welt. Ich bin nur dich. Ja, wirklich? Toll. Das macht mich glücklich. Würstchen-Sandwich! Würstchen! Was hast du über meine Mutti gesagt? Sag es nochmal! Deine Mutti ist was? Bieber-Brüder Fisch bestellt? Sich dein Vater nimmt sie mit auf die Arbeit, damit er ihr keinen Abschiedskurs geben muss! Du wenn deine Mutti bei all die Furzes am nächsten Tag alles auf 80% reduziert! Was für ein dreckiges, schlechtiges Scheinchen, du böses Scheinchen! Ich werde dich zerstören! Ich zerstöre alle Scheinchen! Ich will nicht sterben! Ist der asiatische Massasi. Oh. Heute mit der alten vietnamesischen Weisheit. Eine Vierbeine schmecke mit Bier feiner. Was ist ja der Unterschied zwischen dem Kaufhaus Real und einer Jungfrau? Das Real-Motto lautet einmal hin, alles drin. Bei einer Jungfrau lautet es eher einmal drin, alles hin. Schade eigentlich. Ja, genau so, nicht anders. Ja, labai, massima, ei. Oh, hey, es ist gar nicht, wonach es aussieht. Ich wollte hier gar nicht mein Unwesen treiben. Ich wollte nur mal reinschauen und ausgiebig die Lage checken, Papi. Ja, das hab ich. Bisschen putzen, aber naja. Also kann ich jetzt gehen. Okay, jetzt reicht's. Du hast mich genug gestreichelt. Zeit zum Essen. Ja, es ist noch nicht Essenszeit. Mia, was meinst du mit, es ist keine Essenszeit? Essenszeit ist, wenn ich Hunger hab. Das ist ja wohl klarer als Klarsichtfolie. Recht hat's ja. Essenszeit ist, wenn ich Hunger hab. Ich würde es nicht anders machen. Miau! Nein! Komm auf rumzuaffen und fang mal an, was zu machen, oder willst du einfach, dass ich ausflippe? Nein! Ich hab Hunger! Miau! Nein! Miau! Sag doch einmal nein zu mir, komm schon! Trau dich, sag doch einmal nein zu mir! Bitte! Ich hab gesagt nein! Der Reiger, du bist Sperma-Rutsche, du Ratzenschwätze! Ich komm dich zu den Toiletten! Wer liebt es nicht, die ganze Zeit einen Schwanz ins Gesicht zu kriegen? Ich würde es auch geil finden. Reingebissen. Ich lass dich nie wieder los. Du bist der Schwanz meines Lebens. Ich hab dich gefunden. Du bist der Schwanz meines Lebens. Oh nein. Sehr geil. Schätze ich mich aber ein. Das ist mein Schwanz. Mein Schwanz. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Irgendwo muss sie doch sein. Ja. Aber wo? Alina! 60 Folgen später, was für ein Stalker! Willst du mich verfärbeln? Du suchst die Schnecke immer noch? Also was ist zum Verzweifeln? Hätte ich nicht die Schnauze voll, hätte ich Mitleid. Der Zug ist nicht nur abgefahren, er ist auch schon längst angekommen, ganz weit weg von dir. Okay. Jetzt schau mal bitte in die andere Richtung und schnauze an! Es ist so traurig, dass du weg bist. Wie nennt man übergewichtigen Vegetarier? Biotonne. Ich möchte in meiner Beherrschung verlieren auf deine Pöße. Gebe mir bitte nur eine Chance. Ich möchte dich auseinandernehmen mit der Dauerschmüse. Du werdest nicht bereuen. Ich werde dir gut tun. Und deine Pö. Ich habe schon gehört, wie du allen versprichst. Der Sterne von dem Himmel. Aber dann liegen du nur da. Merde. Wie eine Seestern. Sie hat mich durchschaut. Oh, okay. Nein, ich sehe. Sehr verstörend. Ja, sehr verstörend. Das ist auch mal wieder richtig geil, Alter. Das ist auch wieder richtig geil.